Sie haben ihn entblößt, sie haben die Pappwände weggezogen, als er völlig nackt dastand, ohne Handtuch um die Hüften, einfach so, huch, und das vor all den Leuten in München in der neuen Pinakothek der Moderne. Kein Wunder, dass er sich da kurzzeitig etwas geniert hat, man hätte ihn doch wenigstens vorwarnen können. Aber, es muss ihm doch nichts peinlich sein, mit diesem Körper kann man sich doch durchaus sehen lassen. Durchtrainiert, muskulös, sportlich und ohne ein Gramm Fett auf den Rippen. Das ist der neue A7 Sportback bei seiner Weltpremiere. 4 rahmenlose Türen, dazu bullig ausgestellte Kotflügel und 21 Zoll Felgen. Und dieses wunderschöne, schräge, scharfe Heck. Audi zeigt hier die Zukunft und auch ein Stück Vergangenheit. Denn dieses Heck, das erinnert nicht umsonst an den legendären Audi 100, an das Coupé aus den 70ern. Nur der hier, der hat 535 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn man die Sitze umklappt, sind sogar 1390 drin. Dieser Wagen ist also nicht nur schön, sondern auch noch praktisch. Der A7 startet nicht nur mit einem großen Kofferraum, sondern auch mit großen Motoren. Zum Start sind es alles 6-Zylinder. Die Basis ist ein 2,8 Liter FSI-Motor mit 204 PS. Danach folgt die kleinste Dieselversion, ein 3 Liter Selbstzünder mit 204 PS. Auf der gleichen Grundlage gibt es dann noch einen zweiten 3.0 TDI mit 245 Pferdchen unter der Haube. Vorerst bleibt die Spitzenmotorisierung ein 3 Liter Turbobenziner mit 300 PS. Der sollte kein Problem mit dem A7 haben, obwohl der ganz unverhohlen an der 5 Meter Marke und damit an der Oberklasse kratzt. Er soll den Einstieg ins Luxussegment erleichtern. Schauen Sie, wir haben über 200.000 A6 Kunden jedes Jahr. Und wenn wir da nur 10% nach oben bewegen könnten, wäre das schon eine super Geschichte. Also ich glaube, dass sich der A7 aus dem A6 Segment speist. Dort haben wir eine riesengroße Kundengruppe. Und wir werden natürlich auch beim Wettbewerb ein bisschen gucken. Bescheidenheit braucht in Ingolstadt derzeit offenbar niemand. Audi bietet fast jeglichen Luxus im Innenraum, den es auch im A8 zu kaufen gibt. Die Liste der Extras ist noch länger als das Auto. Vorsprung durch Verwöhnaroma. Audi hat Wort gehalten. Das, was die Studie Anfang Januar in Detroit 2009 versprochen hat, das hat der A7 in die Serie gerettet. Klar, manche Sachen sind verschwunden, wie zum Beispiel das Glasdach. Das ist jetzt einem Blechdach gewichen, aber das musste sein aufgrund der Stabilität. Auch diese ganz schmalen Außenspiegel, die Studie hatte, die sind jetzt leider relativ normal proportionierten Spiegeln gewichen. Trotzdem, diese kleinen Gimmicks, wie zum Beispiel das Touchpad, was man aus dem A8 schon kennt, das ist geblieben. Und besonders stolz sind die Audi-Designer auf dieses helle Holz, was so ein bisschen aussieht wie in einer Motorjacht. Und das hatten sich auch so viele Audi-Fans gewünscht, nachdem sie die Studie gesehen hatten. Luxus und Schönheit haben einen Haken, den Preis. Bei knapp 52.000 Euro geht es erst los und dank der Aufpreisliste ist die Obergrenze fließend. Wer bereit ist, für Extravagantes auch extra zu zahlen, der kann nach dem Pariser Autosalon 2010 zugreifen. Dann kommt der A7 nämlich in den Handel.